Okay, das sind unsere. Oder auch nicht. Ich bin verwirrt. Wo kam jetzt schon wieder der Stein her? Ich kann nicht mehr unterscheiden, wer meiner ist und wer nicht. Von da kamen die Steine, glaube ich, ne? Der hat hier auch Steine, oder? So leicht besiegst du mich nicht! Okay, der ist definitiv fein. Okay, da vorne müssen wir hin. Seht euch auf, ihr alle! Ich will keine weiteren Überraschungen! Gut, ich überprüfe das Langhaus. Weiß ja nie, Toten stehen. Okay. Dann gehen wir mal ins Langhaus. Und da vorne, ne? Erkunde die Gegend, Räuber könnten sich in den Überresten des Langhauses verstecken. Okay. Ich glaube, da vorne ist der Eingang. Halt! Wer bist du? Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd, Dag, hierher! Die Männer hielten Gefangene. Okay. Ich glaube, das waren dann Ragnars Anhänger, ne? Eventuell. Ihr da! Bindet uns los! Lasst uns gehen und wir tun euch nichts! Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ja? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditen wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln. Aber sie waren weg, als wir ankamen. Okay. Mach sie los. Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Mhm. Im Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf. Fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo. Oder hier. Ja, ich nicke schon, das sehe ich doch. Eivor nickt. Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Ja. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Ja. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dag? Was immer du für das Richtige hältst. Yan Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Fornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dag. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Yes! Ah. Sehr schön. Gibt halt nicht nur Blut von und Geschnetzeltes. Zu Freunden, zu Familie. Ja. Die anderen sind da. Kommt. Mhm. Hoffe ich doch. Eieiei. Das kann was werden. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Oder das ist unsere Siedlung, die wir aufbauen sollen. Werte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Wow.
Ah, da sind wir. Wow. Na gut, ich hätte den Helm abnehmen sollen, ne? Ich bin wieder drin. Ich bin wieder sowas von drin. Wow. Wie gesagt, es ist komplett das Gegenteil von Cyberpunk, aber irgendwie auch richtig, richtig cool. Aber ich war schon damals ein richtiges Assassin's Creed Fangirl, auch wenn das Spiel damals noch nicht mal annähernd so grafisch hochwertig aussah. Die Story, die hat mich gepackt. Das Gameplay hat mich eine Zeit lang enttäuscht, aber die Story, die hat mich immer gepackt. Wow. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Sein Komm, Home. Randvi hat etwas gefunden, das du okay. sehen musst. Sehr cool. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen vier Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und West Saxon. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Okay. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Oh, darf ich mitgestalten oder wie? Ich habe einen Vorschlag. Hefnertop, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Mit Sicherheit. Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Das werden wir. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Aber natürlich. Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Definitiv. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Ja. Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. Ich werde besorgen, was wir benötigen. Heißt das. Hefnertorp. Okay. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch gefunden? Größtenteils Notizen. Nachrichten auf Runenstein. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Achso, mehr sagt ihr nicht. Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Eieiei. Okay, wir sind jetzt hier. Das ist unser Dings. Ja gut, dann machen wir doch erstmal, ne? Ja, ja. Okay, wir machen erstmal die Hauptqueste. Aber auch nur, um dann, weiterzukommen. Nein, brauchen wir nicht interagieren. Ich dachte, ich kann da was finden, aber... Dem war nicht so. Dann wollen wir doch mal mit Gunnar reden, ne? Machen wir das mal. Vielleicht gibt es ja auch sowas ähnliches wie eine Schmiede schon. Ne? Ich meine, hier sind ja schließlich vor uns auch schon welche gewesen. Kein schlechter. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja. Kein schlechter Ort. Was wolltest du sagen? Sigurd will, dass deine Schmiede so schnell wie möglich einsatzbereit ist. Dafür brauchen wir Vorräte und Reichtümer. Ah, du willst auf Raubzug gehen. Gut, gut. Wie ich diese Tage vermisse. Das Plündern und Rauben, den Klang der Schwerter, das Splittern der Schilde. Wow. Ich würde dich bitten, uns zu begleiten, aber du bist der einzige Schmied und zu wichtig für uns. Oh, keine Sorge. Ich schmiede Äxte besser, als ich sie schwinge. Mein Platz ist hier, nicht an Bord eines Wasserpferds. Eieiei. Da fällt mir ein, ich habe in den Sachen der Räuber eine Karte gefunden. Darauf wurden Mönchshütten der Sachsen verzeichnet. Natürlich. Räuber wissen so gut wie wir, dass Klöster voller Reichtümer und Beute sind. Nimm die Karte mit und nutze sie besser, als die sie genutzt haben. Ja. Machen wir mal. Sesshaft werden. Sigurd hat beschlossen, sich niederzulassen, aber es gibt noch viel zu tun, ehe dieses kleine Lager zu einem Hause zu Hause werden kann. Übernimm die Führung des Langschiffs. Okay. Aber erstmal gucken wir zu den Fähigkeiten.
Oder bei den Fähigkeiten. Und zwar den Sturz abfangen. Okay, was wollt ihr als nächstes haben? Automatisch plündern, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ja, definitiv weniger als da oben. Gut. Nehmen wir noch den Attentatschaden, gehen dann hier rüber und dann haben wir auch das automatische Plündern. Und dann können wir uns umgucken, was wir als nächstes machen. Hier zum Beispiel letzte Rettung oder nochmal Adrenalin oder Zähne zusammenbeißen oder hier, was haben wir da? Schlachtfeldgeschoss. Das machen wir so nach und nach. Denke ich mal, das ist, ja, ganz annehmbar. Okay, wir werden wohl doch noch ein bisschen, ja, Melbourne. Nicht Melbourne. Und noch ein bisschen hier, ne, die Hauptquest machen, bevor wir uns dann wieder auf alles andere stürzen, was nichts damit zu tun hat. Spitz die Ohren und... Klosterraubzüge. Plündere schwer bewachte Orte, um an Truhen zu gelangen, die Vorräte und Rohmaterialien beinhalten. Beides wird benötigt, um Gebäude in der Siedlung zu errichten. Der Raubzug gilt als abgeschlossen, sobald alle Schatztruhen in der Nähe geplündert wurden. Hör zu! Zum Wohle unseres Clans sollten wir auf einen Raubzug gehen. Heute rauben wir, morgen bauen wir. Na endlich! Wir werden ihre christlichen Klöster ausnehmen wie fettes Federvieh! Die Sachsen wissen, dass wir hier sind, Doug. Sie werden ihre Klöster gut bewachen. Ach, mit Priestern und ihren Gebeten würde ich wetten. Okay, wir sollen dann wohl als erstes das hier machen. Okay. Wow, okay. Ja. Okay, gut. Ich denke mal, wir sollen das hier als erstes... das war der Fluss voll, ne? In diesem Gewässer müssen wir rudern. Zeit für ein Lied. Ist unter euch ein Seeskalde? Segel hoch! Kennt ihr die Geschichte von den sechs christlichen Missionaren? Ich brachte sie von ihrem Glauben ab, um dem allmächtigen Tor zu huldigen. Okay. Du zeigtest ihnen, wie sie aus Kreuzen Hämmer machen können, indem sie einfach umdrehen. Und sie fielen vor Freude in Ohnmacht. Die Geschichte? ja. Genau die. Eieiei. Also es ist viel erfunden. Aber ich bin froh, dass das jetzt, wo wir ein neues Kapitel aufhaben, dass wir tatsächlich jetzt auch neue Geschichten haben. Das ist sehr erfreulich. Ich habe echt gedacht, es kommen immer die gleichen. Okay, dann gehen wir zum Kloster. Wuhu, hallo. Hallihallo, Höhle. Führe meine Hand zum Ruhm. Hallo. Wie wär's mit einem kleinen Kampf? Ich vermisse einige Fähigkeiten aus Odyssey. Was ist denn das Kloster, wo ich hin muss? Das ist es nicht, ne? Seid achtsam, wir schaffen das! Komm. Wow. Mit dem eigenen Schwert mal wieder. Richtig nice. Okay. Ist das auch verriegelt?
Ich schaff das nicht allein! Du bist erledigt! Okay. Ja. Ah, okay, hier sind die Schätze drin, ne? Los, gib mir mal. Oh, das ist nicht cool. Das sollte für Gunnar reichen. Aber wenn es mehr gibt, nehmen wir es mit. Ja, natürlich nehmen wir mehr mit. Natürlich nehmen wir mehr mit. Hä? Danke, Eva. Okay. Wow, das geht jetzt viel weiter als vorher. Was haben wir hier? Die Tür war ja verriegelt, ne? Was, wenn wir von da... Ja, komm. Oh. Nein! Oh, nicht das neue Leder! Warum brennt das? Warum brennt das Dach? Ich wollte doch da rein. Und ich habe gedacht, ich komme über das Dach rein. Da ist auch noch eine Tür. Die Tür ist verriegelt. Vielleicht komme ich ja so da hoch. Ich hoffe, dass das da oben nicht brennt. Ja. Ich dachte, ich könnte das vielleicht einschlagen, aber Evo will anscheinend nicht. Ja. Ich komme da einfach nicht rein. Ja, ich weiß. Könntest du mal bitte... Danke. Achso, das... Rennt gleich nicht mehr? Okay. Warte mal, hier haben wir doch auch Feuer. Na komm. Okay, das klappt nicht, aber wir sammeln mal die Pilze hier an. Okay. Adrenalin ist voll. Achso, das ist für Ah, okay, cool. Komm. Oh ja, wenn ich das gewusst hätte, ne? Das hätte man wissen müssen. Na komm. Ich brauche Hilfe! Okay.
Ja, das ist toll. Das war's. Ja! Wir haben's geschafft. Ja, bitte? Ich möchte gerne noch die anderen Sachen mitnehmen. Okay, hier ist das. Und hier ist das. Das haben wir, glaube ich, auch schon ausgeraubt, ne? Da war das erste drin, was wir ausgeraubt hatten, ne? Genau. Das war das. Okay, ich muss mich mal kurz orientieren. Komm hier rein. Ja, komm ich. Okay. What is inside? Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Warum? Egal. Ja. Dann haben wir einmal noch das Häuschen hier. Was keins ist. Schön. Hier auch nicht? Also von der Seite? Oder ist das einfach nur ein schlachtreifes Haus? Also ist da nichts drin. Ich hab's gerade klimpern hören. Okay. Maybe not there. Doch hier. Gut, da waren wir gerade drinne. Ja. Okay, ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. Untertauchen, ja. Danke, dass ich das lesen durfte. Das ist sehr ja. Hier ist auch nichts mehr. Es waren tatsächlich nur die beiden großen Häuser, ne? Wo wir jetzt auch wieder ankommen. Okay, gut, dann gehen wir mal wieder zu den Schiffen zurück. Haben wir noch was in der Nähe, was ich gebrauchen könnte? Ja, nein. Nicht wirklich. Also da kommen wir dann später noch hin und hier auch. Also es ist jetzt nichts, was wir jetzt mitnehmen müssen. Moment. Aber, wie ich gesehen habe, das hier ist in der Nähe. Da. Bitte nicht schlagen, aber... Das wird ein Satz, der euch nicht gefällt, aber ich will dahin. Oder vielleicht gefällt er ja euch der doch und ich mache mir alle Sorgen umsonst. Ist ja auch möglich, ne? Ich meine, es gibt ja zwei Seiten einer Medaille. Ich mag es ja auch, wenn jemand alles erkundet und alles mitnimmt, was man mitnehmen kann. Und vielleicht mögen es andere auch, so wie ich. Ja, komm. Ich verstehe kein Wort, aber danke. Okay. Der Wind ist stark, aber du bist stärker. Halte durch. Vorsicht bitte. Dieses Blatt darf nicht fallen. Bleib aber das zurück. Passiert nun mal. Berühr diesen Baum nicht. Na gut. Wie ist dein Name? May. Ich heiße Eivor. Hat dieser Baum eine besondere Bedeutung? Es geht um die Blätter. Mein Vater sagte, er würde zurückkehren, bevor sie alle zu Boden fallen. Und okay. Nun ist nur noch eins übrig. Und er ist noch nicht zurück. 6 Wochen sind vergangen. 6 Wochen, seitdem er in Lincoln eine Arbeit suchen ging. Wäre er nur noch ein paar Monate geblieben. Er sagte, die Ernte wird schlecht, aber wir hätten es versuchen können. Okay. Ja. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass dieses Blatt fallen wird. Hoffe auf das Beste. Genau. Aber sei auf das Schlimmste gefasst. So bricht dein Herz nicht, falls dein Vater niemals zurückkommt. Und kommt er doch, wirst du überglücklich sein. Ja.
So habe ich das noch gar nicht gesehen. So klingt das Leben leicht. Du hast recht. Ich muss weitermachen, ob mit ihm oder ohne ihn. Danke, Eivor. Der Herr sei mit dir. Vielleicht warte ich nur noch ein bisschen. Bis die Ziegen meckern oder... Ja, einfach ein bisschen länger. Okay. War das jetzt nicht sie? Ich bin verwirrt. Ich muss sehen, was du siehst. Was hat das jetzt mit dem Baum auf sich? Sünen, leite mich. Aber es ist nicht das Mädchen, ne? Ist es das Blatt? Aber, hä? Das Blatt hängt noch, okay. Nein? Hä? Okay. Ich bin verwirrt. Ist das ein Anzeichen dafür, dass ich noch gar nicht hier sein soll? Oder, dass ich später wiederkommen soll? Oder... Oder was? Oder wie jetzt? Hm? Sag schon. Was soll ich hier jetzt machen? 8 Meter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich will ja jetzt nichts Blödes machen, ne? Aber soll ich den Baum fällen? Wäre ja ein bisschen makaber, oder? Oder nicht? Nein, nicht das Mädchen. Ja. Nein, du. Das war's dann wohl. Setze dein Leben fort, May. Es wird alles gut werden. Okay. Ist tatsächlich das Blatt. Es ist das Blatt. Es war das Blatt. Okay, ich sag nichts. Ich sag nichts. Gehen wir zurück. Das war jetzt ein bisschen, ja, gut. Wir sollten halt das Mädchen davon überzeugen, dass es besser wäre, wenn sie halt tatsächlich losließe. Und wenn sie dauernd auf das Blatt fixiert ist, wird das ein bisschen schwierig. Und wenn das Blatt erstmal entfernt ist, ne, nach dem Motto, ne, kann sie sich dann auch wieder fokussieren. Okay, da hätte ich gleich drauf kommen müssen, also, Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist denn hier? Ist hier Baum? Nein, nicht mit. Kann ich nicht mitnehmen, ne? Okay. Komisch, aber lass uns mal zum Langschiff zurück. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit dem Langschiff reisen sollen. Oder? Komm. Ich würde nämlich gern die Gegend erkunden. Das ist, ja. So ein bisschen, ne? Aber lass uns erstmal die Schmiede machen. Könnte ja tatsächlich hilfreich sein. Und die warten ja auch alle schon auf uns, ne? Hey, Leute! Na? Ah, bist du so... Nee, ist so doof. Das war ein guter Tag. Und ihr habt alle gute Arbeit geleistet.
Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Nein. Mein Gefühl sagt mir nein. Ich bin mir sicher, dass wir alles mitgenommen haben. Und Ava, wie viele hast du? Wie bitte? Doug, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Okay. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Ah, nee, ist klar. Ja, nee. Immer schön noch hochpushen, ne? Immer schön angeben mit Dingen, die man nicht gemacht hat. Das sind mir die besten. Kurz die Haare. Stören gerade ein bisschen. Zusammenbinden. Wir sollten hier nicht segeln. Ja, ja. Mach mal, machen. Okay. Was machst du denn da? Warte. So. Ah, wir hätten auch ohne. Gut. Machen wir dann nachher. Ne? Ich will ja dann sowieso noch ein bisschen was machen. Schon zurück? Ja. Mit guten Nachrichten, hoffe ich. Ich denke... Okay, ich habe es unterbrochen. Sorry. Ich denke schon. Wollten Sie, glaube ich, sagen. Oder sowas in der Art. Eine sehr gute Nachricht. So schnell? Okay. Das ist ein bisschen, gut. Ein bisschen übertrieben, aber gut. Ah, wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Das Komm gefällt mir. Jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ich glaube, ich wollte Ganz sogar zu sicher. Dir. Die Siedlung aufbauen. Errichte Gebäude in Refnatorp, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Gehe dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterial zu einem Schild. Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Rahmen mit Hm, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Bitte, geh nicht, ich brauch dich. Gut. Genau. Zeig mir, was du anzubieten hast. Bitte. Dankeschön. Das gefällt dir wohl ganz gut. Ja. Okay, ich kann nur das verbessern. Es betrübt mich, dich wegzunehmen, aber du wirst mich stolz machen. Okay. Aber jetzt habe ich damit. Jetzt brauche ich dieses Eisen, ne? Das hier. Kupfernickelbarren. Genau. Die brauche ich. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben auch noch ein bisschen was. Ah, das ist ziemlich gut. Ja, aber ich habe nur noch einen Barren. Okay. Sonst kann ich nichts für dich tun? Alles gut. Nun muss ich gehen. Auf bald. Alles gut. Bis zum nächsten Treffen. Ja, gut. Ich glaube, das ist, oh, brauchen wir doch welche. Ein Jagdpfeil. Okay. Inventar. Ah ja, genau. Rune. Nahkampfwiderstand, ne? Okay. Kann ich dich denn verbessern? Was kostet das, wenn ich dich verbessere? Bestimmt was, was ich für den Köcher brauche, ha? Huh? Gut, gehen wir erstmal hier. Nein, noch nicht. Hier hin. Ne? Ist doch die richtige Richtung. Nein. Genau. Achso, ich hab gar nicht. Achso. Danke. Ich hab's rückgängig gemacht, okay. Ich war ein bisschen verwirrt. Genau. Was haben wir da unten? Geschossumkehr. Klingt alles so interessant, ne? Genau, was mache ich jetzt? Ah, war doch mal auf die Wealth County. Und ich würde mal sagen, wir synchronisieren ein bisschen, ne? Aber vorher, Moment, sorry, wenn ich jetzt so oft hier reingehe.
So, endlich die Aufnahme wieder erneuert, damit sie sich nicht von alleine abbricht. Ne? So zwischendurch ist es doch auch mal schön bestätigt zu bekommen, dass die Aufnahme noch läuft oder wieder läuft. Und dass ich nicht umsonst spreche. Ne? Joa. Ja, ne? Ein bisschen weit, ne? Aber gut, vielleicht finden wir ja unterwegs nochmal was. Okay. Ich glaube, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Und ich glaube, ja. Gut. Ich weiß nicht, wer die sind, aber... scheint sehr interessant zu sein. Ich rufe, glaube ich, mal mein Pferd. Sprich mit Sigurd. Nö, noch nicht. Genau. Nein, falsche Kartenmarkierung. Dann mache ich das doch lieber so. Ich wollte zu der, nicht zum Dings. Zur Kartenmarkierung, nicht zur... zu Sigurd. Ja, Joghurt, ne? Sorry, das war jetzt nicht witzig, ich weiß. Ja. Dass er immer gleich dann zur Hauptquest gehen will. Oder meistens. Das ist ein bisschen nervig. Aber nur ein bisschen. Ansonsten geht's. Okay, ein Aussichtspunkt. Sehr interessant. Wir können ja gleich wieder zu Sigurd zurück, ja? Oh, wir wurden... hier, begrüßt. Rechtmäßig. Oder so ähnlich. Eine gute Begrüßung. Von Raben. Hm. Köcher ist voll. Ach, hier ist... Ich wollte schon sagen, wie komme ich denn da hoch, aber das ist ja eine Leiter. Vermerk eines Wegelagerers. Letzte Woche wurde hier gelacht und gesungen. Man roch das Feuer und das Schwein, das darüber briet. Nur wenige Tage später höre ich nur noch Kaninchen umherstreifen und Rahmenkrähen, die nach Essen suchen. Man sieht nichts als verbrannte Überreste und rauchende Glutnester. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen. Viele würden hierin das sehen, was es ist, nämlich eine Siedlung, die dem Verfall überlassen wurde. Doch für einen Schmied ist diese Verwüstung eine wahre Schatzgrube. Ich werde die Werkzeuge und Waffen sammeln, die zurückgelassen wurden, und sie zu Vater bringen. Was gut aussieht, verkaufen wir, alles andere schmelzen wir ein. Ich hasse die Dänen für das, was sie sich nehmen, aber ich liebe sie für das, was sie zurücklassen. Interessant. Da müssen wir hin. Und schön, dass du die Nachricht hier, so... ja. Ne? Wow. Das ist krass. Uff. Ich sag's euch, wir werden hier noch so viel erleben. Und ich glaube, wir kommen nochmal in den hohen Norden. Da hinten ist der hohe Norden. Mit den schneebedeckten Feldern. Ich denke schon. So, ich hoffe, es klappt. Ja. Mehr schlecht als recht, aber gut. Sehr schön. Dann nehmen wir mal das Rätsel hier mit. Bevor wir wieder gehen. Soweit, ja, soweit ist es nicht entfernt. Da können wir auch zu Fuß hinlaufen.